Hallo zusammen, hier ist wieder euer Oliver. Heute machen wir was Besonderes. Es wird nicht gebacken, es wird, sagen wir mal, ein bisschen gekocht. Und zwar entstanden ist das Rezept, wo ich jetzt in Deutschland war beim Fotoshooting. Da habe ich endlich mal wieder einen Brotaufstrich gegessen, den ich so lange vermisst habe. Den gibt es hier in Österreich nicht. Es gibt hier zwar Frischkäseaufstriche, aber die sind eher etwas fest und ein bisschen schwerer. Und der Brotaufstrich, den wir heute machen werden, das ist mein Bella, nenne ich den, ist ein Flexi-Brotaufstrich, weil man auch Kräuter noch dazugeben kann, man kann Gewürze dazugeben, man kann auch getrocknete Pilze, getrocknete Tomaten, was auch immer noch möchte, dazugeben. Aber er besteht aus Sahne. Haben wir hier, wo haben wir die Sahne? Da haben wir die Sahne, da haben wir den Joghurt und Sauerrahm. Dann haben wir hier noch Malzstärke zum Abbinden. Und natürlich Gelatine. Natürlich deswegen, weil für mich es ja schon klar ist. Hier vorne habe ich noch ein paar Gläser stehen, die brauchen wir nachher. Ich habe hier eine Induktionsheizplatte, die kann ich auf Temperatur einstellen. Das nutze ich auch, weil es soll nicht unbedingt sehr viel heißer als 100 Grad werden. Die Sache muss nachher etwas köcheln, ja, aber es soll nicht zu heiß werden. So, und dann fangen wir an. Als erstes geben wir Sauerrahm. Und den Joghurt in den Topf. So. Das ist super mit dem Schaber, das auch auszustreichen. Wunderbar. So. Dann haben wir hier Sahne. Wir brauchen aber ein wenig Sahne für die Malzstärke. Also geben wir nicht alles dazu, sondern lassen einen kleinen Teil Rest. Da erkläre ich nachher noch was dazu. Das wird nämlich gleich etwas lustig. So. Während wir die anderen Sachen vorbereiten, können wir den Herd anstellen. Und zwar mittlere Stufe empfehle ich eigentlich immer. So, jetzt müssen wir natürlich durchgehen. So, ich stelle meinen Herd jetzt hier auf 120 Grad. Ihr geht auf mittlere Stufe. Das reicht. Vielleicht eine Stufe höher noch, damit es auch kocht. So, dann haben wir den Teil mal drin. Das gebe ich jetzt hier in den Becher und dann rühre ich das mal mit dem Schneebesen kurz durch. Bitte darauf achten, auf keinen Fall schaumig rühren, weil wir das nicht brauchen können. Es darf nicht schaumig werden, es soll nur ein bisschen glatt sein. Je wärmer es dann wird, desto glatter wird es auch. Jetzt wird es Zeit, die Gelatine einzulegen in Wasser. Ich habe das hier, das Wasser schon stehen gehabt. Das sind 5 Blatt Gelatine. Hier drin habe ich jetzt 500 Gramm Sauerrahm, 250 Gramm Sahne, 250 Gramm Joghurt, abzüglich natürlich das bisschen, aber das brauchen wir jetzt noch. Und jetzt rühre ich die Maisstärke, das sind 20 Gramm, rühre ich jetzt in die Sahne ein. Ihr müsst natürlich dran denken, die Sahne wird jetzt stabil werden, das wird so ein bisschen eine pastöse Masse werden. Wichtig ist, dass die Sahne glatt ist. So, und ihr könnt das jetzt hier sehen. Es ist eine schmierige, sämige Masse geworden. Das passt so. Der Vorteil ist, man braucht es nachher nicht nochmal durchrühren. Das bleibt dann soweit fest. Jetzt gehe ich noch Salz holen und dann geht's schon weiter. So, da bin ich wieder. Hier ist jetzt das Salz. Ihr könnt es auch ohne machen, wenn ihr wollt, deswegen hatte ich es jetzt gerade nicht da stehen. Aber so 2 Prisen Salz mag sich nicht viel anhören, hebt aber wunderbar das Aroma. Und während das jetzt weiter erhitzt, mit Induktion geht das etwas schneller, möchte ich euch noch ein bisschen was zu dem Brotaufstrich erzählen. Das ist also ein reiner Brotaufstrich aus Milchprodukten, hat eine leichte Säure, deswegen die Kombination aus Sauerrahm und Joghurt. Nur Joghurt wäre noch saurer, nur Sauerrahm wäre eher schwer und nicht mehr so frisch. Wir haben hier dann jetzt eine wunderbare harmonische Kombination, die man wirklich überall drunter essen kann. Das heißt, man kann Wurst drauflegen, man kann Käse drauflegen, man kann auch ein bisschen Marmelade noch draufschmieren. Aber was das Wichtigste ist, wenn man es pur isst, dieser pure Genuss, diese Leichtigkeit, diese Frische, diese leichte Säure ist einfach genial. Und als ich dann den Fotoshooting hatte und nach Hause musste, habe ich mir überlegt, während der Fahrt zurück,
Immerhin sind das ja doch 8 bis 10 Stunden gewesen. Was mache ich? Ich möchte es gerne auch haben, also baue ich es mir halt selber. Dann habe ich mir während der Fahrt schon ein bisschen was überlegt und habe dann angefangen, ein bisschen zu testen die letzten Wochen. Es war gut anfangs, dann war es schnittfest, ohne dass ich es jetzt abgebunden habe mit Maisstärke. Aber es hat sich auch streichen lassen, das hat da so bröckelig ausgesehen, das wollte ich nicht. Ich wollte was haben, was schnittfest ist, ja, aber ich wollte auch was haben, was sich dann cremig aufstreichen lässt. Und okay, ich bin ja Lebensmitteltechniker, muss ich hinkriegen, sozusagen. Und habe dann einfach weiter getestet und habe mir überlegt, okay, ich binde es ab und mache dann trotzdem noch die Gelatine dazu. Und habe dann erst weniger Gelatine genommen, denn ich habe es ja abgebunden. Dann war es aber nicht so schnittfest beim Rausnehmen. Und so habe ich hin und her getestet und kam dann eben auf die Menge 5 Blatt Gelatine, auf 1 Liter Flüssigkeit quasi und eben die 20 Gramm Maisstärke. Das Entscheidende ist gleich, und das ist auch für euch zu Hause besonders wichtig, die Sache muss langsam sich erhitzen, deswegen immer zwischendrin ein bisschen rühren. Wenn das zu schnell geht, ist die Gefahr da, dass die Eiweißstoffe gerinnen. Ihr kennt das vielleicht aus Soßen, wenn ihr da Creme Fraiche oder Sauerrahm zugibt und die Hitze war zu stark, dann von Anfang an, dann gerinnt das, dann gibt das so Flöckchen. Das wollen wir ja alles nicht. Wir wollen eine schöne, cremige, nicht stückige Masse haben. So, das geht gleich. Ich stelle es jetzt bei mir, habe ich es auf 120 Grad stehen, das heißt, es geht schon langsam los. Es wird auch jetzt langsam immer heißer. Und ihr merkt dann auch beim Rühren, es ist halt schön flüssig. Und wenn ihr einen Punkt erreicht habt, wo ihr merkt, es fängt an zu kochen, so langsam aber sicher, das kann man hören, auch wenn es sich komisch anhört, man hört, wie sich unten die Blasen langsam bilden und wieder auflösen. Aber man sieht es halt auch, am sichersten seid ihr da mit dem Thermometer. Wenn ihr da die 100 Grad erreicht habt, dann könnt ihr die Mischung aus Maisstärke und Sahne dazugeben. Und dann ist es aber wichtig, dass ihr nicht mehr weglauft. Auf gar keinen Fall weglaufen, denn das hat dann zur Folge, dass es unten anbrennt. Das heißt, ihr rührt das ein, durch die Sahne schmilzt das schön weg. Die Stärke ist jetzt drin, ihr kennt das vom Vanillepudding kochen oder wie es eigentlich richtig heißt, Vanillecreme kochen. Denn Pudding ist was anderes. Und dann immer langsam rühren. Ihr merkt dann mit der Zeit, wie das anfängt cremig zu werden, wie es bindig wird. Ihr könnt das vielleicht von oben dann auch gut sehen, dass die Masse immer eher anfängt stehen zu bleiben nach dem Rühren. Nicht mehr so flüssig ist wie vorher. Das kommt daher, dass ja die Stärke zwischen 60 und 70 Grad anfängt auch zu platzen, Flüssigkeit zu binden. Und man muss es aber einmal durchkochen lassen oder einmal aufkochen lassen, damit der Geschmack der Stärke weg ist. Das seht ihr zum Beispiel, wenn ihr Kirschen abbindet. Erst ist die Flüssigkeit milchig und wenn es dann einmal durchgekocht ist, ist die Flüssigkeit quasi wieder klar. Und das ist das Wichtige auch hier. Einmal durchkochen lassen. Ganz kurz nur, auch nicht zu lang, eben wegen dem Gerinneffekt. Und ihr seht jetzt richtig, ich rühre, könnt das ja von oben schön sehen, und es hört quasi sofort auf, sich weiter zu drehen, weil es eben abgebunden hat. Weil 20 Gramm für einen Liter Flüssigkeit ist nicht viel, das wird dann nur cremig und dann kommt jetzt noch die Gelatine dazu und dadurch wird das Ganze richtig gehend lecker. Kleinen Moment warten. Wenn ihr probieren wollt, könnt ihr das natürlich gerne tun. Ich mache das, ich bin Hitze gewöhnt. Ich mache das immer ein bisschen mit dem Finger. Da haben wir auch Temperaturcheck. Wichtig ist nämlich, wenn ihr mit dem Löffel probiert, macht den Löffel in die Spüle. Der Speichel, der da dran haftet, wenn ihr dann wieder reingeht, der kann und der sorgt auch dafür, dass ihr einen Zersetzungseffekt erreicht. Das heißt, die Masse wird wieder instabil durch die Enzyme aus eurem Mund. Ich meine, dafür sind sie da, aber nicht, wenn man was braucht, was dann nachher fest werden soll. So,
Ich stelle mal die Schüsseln hier ein bisschen zusammen, dass ich Platz kriege. Dann stelle ich mir die Gläser hin. Ganz einfach. Jetzt wäre der Moment auch gekommen, wo ihr dann, wenn ihr es wollt, Kräuter reinrühren könnt. Getrocknete Pilze, getrocknete Tomaten, aber die müssen wirklich fein gehackt sein, sehr, sehr fein. Das ist wichtig und keine getrockneten Tomaten aus Öl, sondern wirklich nur getrocknete Tomaten ohne Öl. Wenn das Zeug zu grob ist, sinkt es ab. Dann ist es zu schwer, das packt die Masse nicht. Und bis die Gelatine greift, ist es dann einfach zu lange Zeit. So, bei mir hat es jetzt genug abgebunden. Ihr könnt das von oben schön sehen. Zack, und hört auf zu sich bewegen. Ihr könnt dann die Temperatur oder den Herd ausmachen und das Ganze vom Herd nehmen. Weil die Gelatine braucht eigentlich niedrigere Temperaturen, dass sie sich auflöst. Also geht das hier sehr, sehr schnell. So. Bin ich fertig. Einmal noch mit dem Schaber durch. Und jetzt kann ich das umfüllen. Mit dem Schaber, also mit dem Teigkratzer, Schaber, wie auch immer, kann man dann schön den Rand noch vom Topf sauber kratzen, um wirklich alles ordentlich rauszukriegen. So, fertig. Den Rand einmal sauber machen. Gut. Dann kommen direkt heiß die Deckel drauf, weil dann entsteht eine Art Vakuum beim Abkühlen. Und weil sich dann die Luft zusammenzieht, hat man diesen Vakuumeffekt. Ja. Mal aufpassen, dass man keine Sauerei macht, wie ich gerade. Wenn das fertig ist, alles verschlossen ist, direkt ab in den Kühlschrank. Mindestens bis zum nächsten Tag kalt stehen lassen. Deswegen kommt das Rezept auch ein bisschen früher als nur am Wochenende. Dann habt ihr was für Schöne fürs Österreicher-Frühstück, wie ihr es möchtet. Und ich zeige euch dann gleich, wie es aussieht, wenn es fertig ausgekühlt ist. Bis gleich, wir sehen uns. So, ich habe da mal was vorbereitet. Die Masse ist ausgekühlt. Ihr merkt jetzt, hier ist jetzt Vakuum drauf. Deswegen hat sich der Deckel auch ein bisschen nach innen gezogen. Und ihr könnt jetzt sehen, das ist schön fest und ist elastisch. Jetzt gehe ich hier rein. Mache mir hier ein bisschen was drauf. Das sieht jetzt fest aus, aber... Sobald ich anfange zu streichen, merkt ihr, ich mache das gerne in der Hand, dann wird es cremig. Keine Stücke, keine Reste, cremig. Es ist natürlich leicht gelblich, das kommt durch das Erhitzen. Es ist halt anders, als ihr das von den Frischkäseaufstrichen kennt. Wie gesagt, mir gefällt das sehr gut. Wer jetzt möchte, kann jetzt hier sehr gut noch eine Prise Salz drauf machen. Bisschen Pfeffer drauf machen, wenn er möchte, kann man pur essen. Ich finde es super lecker dann. Dann sage ich euch, guten Appetit und genießt das so wie ich jetzt. So, einfach lecker und habt Spaß beim Nachmachen. Bis dann, ciao, euer Oliver.